Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Origins. Oh yeah, wir haben alle vier Zusatzwelten gemacht, alle Könige bekämpft und nun fließt ihre Energie in die launischen Wolken, so dass wir hier schlussendlich im Finale weitermachen können. Im Level Ritt auf dem Sturm, der offenbar schon vom Aussehen her kundtut, dass er ein Fluglevel ist. Und das regt mich doch schon wieder auf. Aber bevor wir uns aufregen, können wir noch mal einmal den Ausblick hier genießen. Magie der Ahnen, eile herbei und diesen Weg gib uns frei. Und wartet. Hokus Polokus, Fokus Fokus, oh yeah. Schöne Anspielung an Polokus aus Rayman 2. Ich glaube, ich kann hier auch so stehen bleiben. Ja, ich kann hier so stehen bleiben, aber damit es weitergeht, springe ich natürlich in das Portal rein. Wusch. Hoch in die launischen Wolken. Wo wir seltsamerweise auf dem Boden stehen können. Was hat uns denn der Zauberer zu sagen? Nein, nein, nein. Geh da nicht rein. Warum nicht? Falsche Richtung. Nein, das ist die richtige. Kehr um. Nein. Andere. Nein. Ich werde nicht umkehren. Ja, da ist Gefahr, aber ist egal. Wenn du durch den gehst, wirst du die Wolken erzürnen und sie werden dich niederstrecken. Ich meine es ernst. Bereite dich darauf vor, blasoniert zu werden. Jungs. Ja, die Wolken hier. Wie ihr seht, zwischen denen bestehen elektrische Verbindungen, die immer wieder aktiviert und deaktiviert werden. Aber den kann man eigentlich relativ einfach ausweichen. Wenn man nicht gerade auf einem Moskito sitzt und den Stress eines Fluglevels im Nacken hat. So wie ich jetzt. Obwohl, das geht eigentlich auch noch. Wir dürfen übrigens nicht nur die Blitze nicht berühren, sondern auch die Wolken dürfen wir nicht berühren. Aber man prägt sich einfach ein, zwischen welchen Wolken die Blitze in welchem Rhythmus sind und dann kann man da ganz gut durch. Nicht wahr, ihr kleinen Fliegen? Arr. Und das Schöne ist, die Bomben verschießen auch noch so nett Feuerbälle. Was ich überhaupt nicht nett finde, denn die nerven dann doch schon ziemlich. Und genauso nervt mich dieser Drang, bei den Flugleveln immer viel Lumps bekommen zu wollen, weil ja, das ist dann meistens nicht ganz so einfach. Und wir starten wieder am Anfang. Yay! Oh, freue ich mich, wenn der Fluglevel vorbei ist. Ich mag die Fluglevel, aber kann auch sein, dass es an meiner unglaublichen Unfähigkeit liegt. Aber für meinen Geschmack muss ich in diesen Flugleveln einfach zu oft zu weit vorne wieder anfangen. Und das mag ich nicht, weil das ist nervig. Sehr nervig. Wenn nicht sogar total extrem nervig. Und ihr da unten sterbt. Und jetzt habe ich wieder kein Herz, verdammt. Aber ich kann mir das da holen. Immer ein paar Lums wollen wir einsammeln. Und schließlich nicht ganz lummlos hier rausgehen. Haha, lummlos. Super. Na toll, ich drücke die Schießen-Taste und halte sie gedrückt, weil ich saugen will. Und ich drücke die Saugen-Taste und drücke sie die ganze Zeit und versage deshalb, weil ich eigentlich schießen will. Das ist so unglaublich schlau. So, aber ich glaube, dass hier wieder ein Checkpoint ist. Was heißt wieder? Das wäre dann der erste wahrscheinlich in diesem Level. Na. Nicht zu lange zwischen den Blitzen verharren. So. Einfach die. Ich hasse diese Fliegen. Ich hasse diese Fliegen. Ich hasse diese Fliegen. Wer kommt auf die Idee, in diesen Wolkenleveln hier Metallteile rumfliegen zu lassen? Und Fliegen dann auch noch. Fliegen und Metallteile. Wer kam auf diese bescheuerte Idee? Danke. War super hilfreich. Ja, toll. Feuerbälle. Ich weiß gar nicht, ob man die Feuerbälle aufsaugen kann, aber das führt dann wahrscheinlich nur noch zu vielen Toten. Ha, diesmal habe ich das jetzt behalten.
Ich bin unbesiegbar dadurch. Wisst ihr was? Ich ignoriere diese blöden Fliegen einfach. Die gehen mir einfach zu sehr auf den Keks. So, ja. So. So, Gott. Ich lebe noch. Oh, ja, das ändert sich dann jetzt wahrscheinlich. Lums. Nein, Lums, 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 Lums. Das glaube ich jetzt nicht. Alter, wenn ich deswegen ich kann da nicht durch die... Okay. Ich kann nicht durch die zerschlagenen Fässer durch. Das ist natürlich weniger geil. Danke, Fliegen, dass ihr mir den... die Möglichkeit nehmt, alle Lums einzusammeln. La 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 la. Herz, Herz, komm zu mir. La la la. Am besten niemals alle Fliegen aufsaugen, weil wenn man das versucht, dann geht das meistens in die... Oh Gott, ich hasse diese Fliegengeschütze. Sie sind so unglaublich nervig. So, komm. Ja, super, jetzt machen wir die Fliegen ja auch noch einen Strich durch die Rechnung und jetzt durch. Einfach. Nur noch du, ruhig. La 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 la. Ach ja, als wenn die Blitze und alles nicht reichen würden, jetzt bringen sie auch noch ferngesteuerte Raketen hinzu. Super Idee. Ist auch überhaupt nicht, verhindert auch überhaupt nicht die Möglichkeiten, hier effektiv Lums zu sammeln. Oh, geil. Verhindert auch überhaupt nicht die Möglichkeit, hier irgendwie... Ende! Effektiv Lums 227. 227 Lums. Immerhin kriegen wir einen der beiden optionalen Elektrons für die Lums. Es ist mir egal, denn der Level ist vorbei und... darum geht's mir eigentlich. La! Damn, damn, damn. So, schnell weiter. Die restlichen Level der launischen Wolken sind, glaube ich, logischerweise dann halt zu Fuß zu bestreiten. Das wäre der Horror, wenn das alles Luftlevel wären, aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Qualmende Socken. Qualmende Socken. Denkt einen Moment über diesen Namen nach. Seid ihr zu demselben Schluss gekommen wie ich? Genau, ihr könnt nicht denken. Und weitermachen. Schön, dass wir einen von denen... Aber die Musik ist geil. Das muss ich zugeben. Die Musik ist echt nicht schlecht. So. Fein. Das sind jetzt eigentlich mehr so wirklich, ja, Plattform-Level sozusagen. Die am Anfang noch recht einfach sind, aber... Wow. Wow, das war geil. Was wollte ich sagen? Die am Anfang noch relativ einfach sind, aber... Man kennt das, ja? Boah, das war sowas von knapp. Oh, nett. Sehr nett. Dass ich quasi gezwungen bin, mich da auch noch zu beeilen. Und zack. Yeah. Okay. Jetzt, ja, danke. Na komm, stirbt. Einfach alle. Wer mal drauf geachtet hat, das sind eigentlich überhaupt keine richtigen Fliegen, sondern lediglich Fliegenroboter. Das habe ich gerade auch erst gesehen, nämlich in dem Moskito-Level. Na komm, wenn ich da... Genau so. Und jetzt sollte ich in der Lage sein, da hochzukommen. Jawohl. Oh, wie komme ich denn an das Ding da bitte? Ach, genau, hier weht ja ein Wind. Okay, das macht... Natürlich, sonst ist das Level hier überhaupt nicht schaffbar, weil die sind nirgendwo Plattformen. Und weiter geht's. Aua, dankeschön.
Und schnell durch, schnell durch. Da ist eine Medaille, die kann ich kriegen. Ganz bestimmt. Da glaube ich ganz... Nein, ich... Nein, nein, nein. Ich... Nein. Vergesst es. Ich glaube nicht daran. Doch, ich glaube daran. Ich musste halt bloß direkt jetzt mich unten halten, um da direkt hinzukommen. Dam, da, dam, dam, dam. Einfach nur schnell durch. Danke. Und ich... Ich gucke hier oben nach. Nee, da ist nichts. Ist da oben... ist hier unten was? Das könnte ich mir nämlich... Ich hatte ein Herz. Das könnte ich mir... Nee, hier unten ist auch nichts. Okay. Dann ist ja alles gut. Aber da ist zum Glück ein Herz. Das freut mich sehr. Genauso wie mich mein Tod gerade nicht gefreut hat. Und los geht's. Danke. Danke. Habt ihr die Roboter gerade gesehen? Ich glaube das nicht. Ich gehe dann nachher hin. Die Blase da, die läuft mir ja nicht... Ach ja, stimmt. Die machen ja Zielsuchen und so. Diese Roboter sind... Ja, toll. Diese Roboter sind nicht zerstörbar. Außer wenn wir sie halt in so ein Getriebe schmeißen. Ansonsten können wir sie, glaube ich, mit unseren Schlägen nur kurz aufhalten. Und wenn gerade keine von diesen Rädern in der Nähe sind, sind sie halt eben... Und nein, nein, nein. Unbesiegbar. Was, wie ich finde, sehr, sehr nett ist. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nochmal. Super. Und weitermachen. Einfach immer weitermachen. Yo, das war geplant. Logischerweise. Genauso wie gerade mein Überleben geplant war. Komm, 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 komm. Vergesst es. Der Abschnitt hier hakt. Es ist ein Fluch. Es ist ein verdammter Fluch. Nein. Huch, hier ist es aber gefährlich. Ich möchte bleiben. Ich wüsste von niemandem, der schon mal diesen Verlassen-Knopf geklickt hat. Und wenn doch, dann geht das gegen meine... Nein, 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 nein. Nett auch, dass man, wenn man einmal getroffen wird, direkt tot ist. Ich glaube das nicht, wie ich jetzt schon total lange in diesem einen Abschnitt hier festhänge. Das glaube ich einfach nicht. Das kann ich nicht realisieren. Wie euch das auch auf den Keks gehen muss. Mich hier bei so unglaublichen Stellen die ganze Zeit verlieren zu sehen. Hahaha, nein. Nein. Noch nicht normal. Oh Gott. Ja, danke, dass du weg. Ach, okay. Auch nett. Sehr nett sogar. Wow. Seht ihr? Und die einzige Möglichkeit ist es wirklich. Ja, es ist so ziemlich. Nee, nein, es ist nicht unmöglich, an die Medaille zu kommen. Absolut nicht. Absolut nicht. Es ist unmöglich, an diese Medaille zu kommen. Findet euch damit ab. Nein, nein, eigentlich nicht. Schön auch, dass ich ohne Helikopter da nicht weiterkomme. Und ich deshalb eine Verzögerung drin habe. Die mich das zweite Herz hier oben... Nein, ich komme sogar an das Herz dran. So, jetzt warten wir eben kurz. Ja! Nein! Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es von Anfang an. Ich würde am liebsten in mein Mikro... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade wirklich das Bedürfnis, in mein Mikro reinzubeißen. Haltet mich mir verrückt. Und so. Ach übrigens, die launischen Wolken sind so ziemlich die... Nein. Vergesst, was ich gesagt habe. Nein, komm, ich ignoriere diese Medaille.
Das war reines Glück, dass ich da gerade so durchgekommen bin. Und auch nur, weil ich die Lumps da verpasst habe. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Oh, auch nett, dass da so eine... Wow, was zur Hölle? Wie soll ich denn da rankommen? Nein, wahrscheinlich gar nicht. Also, vergesst die Frage. Nett, dankeschön. Na komm. Dam. Ach ja, ich liebe es. Nein. Das ist eine Farce. Die wollen, dass ich versuche. Übrigens, ich habe noch keinen einzigen Käfig Ich höre einen Käfig. Ich habe... Stirb nicht, Raymond, bitte. Ich weiß, wo er... Nein, doch, hier. Natürlich ist er hier. Ja, das ist wahrscheinlich schon der zweite. Supergeil.